Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, herzlich willkommen zum dritten Duell unserer Jumpstart Decks. Mit mir der Jenna und dem Julian. Tach. Ganz kurz, bei Jumpstart öffnet man zwei Booster. Jedes Booster hat ein Thema. Und aus diesen beiden Boostern baut man sich dann, also die packt man einfach zusammen, tütet sie ein, hat ein Deck. Ich spiele Heavily Armored Spirits. Und ich spiele Smashing Legion. Genau, und dann würde ich auch sagen, fangen wir mal an, indem wir einfach würfeln mit zwei Sechsern. Ja. Hoch. Du kannst hier auch schon mal zwei Sechser nehmen. Ja, okay. Toll, ne? Ah, super. So, eine ich Sechs. Habe eine Elf. Na gut, dann möchtest du das wahrscheinlich ja, anfangen, ne? Ja, dann möchte ich anfangen. Ich möchte noch abheben. Achso, Entschuldigung. Los, tu es. Ja. So, jetzt hast du Pech. Möchtest du noch abheben? Nein. Okay. Ich hebe nie ab. Es sei denn, ich habe ein mega krasses Verlangen dafür. Danach. Ja. Okay, also ich fange an. Mhm. Okay. Mal gucken. Hm. Ich halte mal. Ja. Ich auch. Okay, dann fange ich mit einer Ebene an und dann bist du dran. Also, ich spiele weiß-blau. Julian spielt rot-weiß. Bochus, genau. Ja. Dann spiele ich eine Ebene. Mhm. Und für eins. Selfless Xavier, wie man es auch ausspricht. Silvia. Ja, 1-1. Ja. Und ich kann ihn opfern und einer anderen Kreatur bis zu meines Zuges Unzerstörbarkeit geben. Mhm. Dann bist du. Der selbstlose Retter. Ja. Dann kommt bei mir eine Insel. Und dann. 1-1 ist der, ne? Ich gebe erstmal ab. Dann tapp ich. Sehr gut. Spielen ein Gebirge und eine Borderland Router. 1-2. Ja. Und wenn sie angreift, erhält sie +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Dann greife ich dich an für 1. Bam! Ja. Ha! Der Hund hat zugebissen, da bist du dran. Ende deines Zuges spiele ich mit Aufblitzen für 2 Mana. Rattle Chains. 2-1. Direkt wie gesagt, Aufblitzen mit Flugfähigkeit, wenn er ins Spiel kommt, kann ich einem Geist meiner Wahl bis zum Ende des Zuges Flugsicherheit geben. Mm. Und ich kann Geister spielen, als ob sie Aufblitzen hätten. Hm. So, dann tapp ich mal. Toll. Mhm. Nicht. Oh. Wieso sagst du sowas? Ich spiele noch eine Ebene aus. Hm. Und dann... Der ist 2-1. Für 2 spiele ich Winged Words. Das ist eine Hexerei, die sagt, sie kostet 1 weniger, wenn ich eine Kreatur mit Flugfähigkeit kontrolliere. Habe ich deswegen nur für 2 und ich darf 2 Karten ziehen. Krass. So. Okay. Und dann greife ich dich auch mal direkt für 2 an. Okay. Und dann gebe ich ab. Dann enttappe ich, ziehe eine Karte, spiele ein Gebirge. Mhm, mhm, tu das. Dann greife ich mal mit beiden an, ne? Für 2? Nö, für 4. Wenn die angreift, kriege ich die Plus. Schade. Dann musst du. Dann bin ich. Gut, dann enttappe ich. Ich ziehe. Ich lege eine Insel. Dann gebe ich ab. Enttappe ich. Mhm. Ist ja eine Karte. Mhm. Spiel eine Ebene. Die Karte ist voll gut. Interessant. Was wirst du jetzt tun? Du möchtest mich angreifen. Ich möchte dich angreifen. Mhm. Ja. Der ist wie stark jetzt? 3-2, ne? Immer noch, ja. Dann blockt mein Geist doch auch mal deine Marodeurin. Und dann für 2 spiele ich Feat of Resistance. Spontanzauber. Lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Sie kriegt bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe meiner Wahl. Rot. Ich nehme so eine Marke. Dann aufreiche ich meinen Hund und gebe meiner Kreatur.
Und zur Stolperkeit. Ja, da war ja was. Ha. Okay. Dann bist du dran. Ende deines Zuges für zwei, weil all meine Geister Flash, also aufblitzen haben, spiele ich einen Scheckelgeist. 2-2 fliegend. Er kann nur fliegende Kreaturen blocken. Ich kann 2 ungetappte Geister tappen, die ich kontrolliere, um eine Kreatur zu tappen, die ich nicht kontrolliere. Dann bin ich dran? Ja. 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 Ich habe mich komplett verlesen. Oh. So, okay. Dann. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Möchte ich dich gerne angreifen. Und wie du einfach beide Rares hast, ne? Beide. Ja, klar. Für 5. Warte, was macht der nochmal? Du kannst ihn opfern und dann... Nee, ich kann ihn nicht gar nicht opfern. Kein Block only creatures that fly. Für 5? Mhm. Bin ich? Mhm. Ich ziehe. Ich ziehe nur Länder. Nur Länder. Besser als gar keine Länder. Ja. Ja, so. Ja. Furious Rises. Verzauberung. Ja, lies das mal vor. Ja. Zu Beginn meines Endsteps. Und falls ich eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliere, exile ich die oberste Karte von meiner Bibliothek. Und dann kann ich sie spielen, bis ich die nächste Karte exile. Mhm. Darauf mich reagieren. Okay. Gemein. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das richtig verstanden habe, weil das so gut klingt. Ich spiele Rewind. Sagt, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl und enttappe bis zu 4 Länder. Kannst du dir gerne durchlesen, aber so wie ich das verstehe, kann ich jetzt einfach meine Länder wieder enttappen. So, jetzt hätte ich ihn umsonst gesprochen, weißt du? Ja. Ah, ja. Auf jeden Fall, ich neutralisiere dir deine Verzauberung. Das ist ja gemein. Weg damit. Dann greif dich noch an. Aha, du möchtest mich jetzt angreifen. Dann spiele ich für 5 Battleground Geist. Schön, dass die Geister auch einfach alle Geist heißen, ey. 3-3 fliegend. Er hat Aufblitzen durch mein Rattle Chains und sagt eben, andere Geister, die ich kontrolliere, erhalten +1/+0. Ich stimmt, das heißt, nennt sich Geist und nicht Ghost. Ich möchte auf jeden Fall nicht blocken. Das heißt, ich kassiere die 3 Schaden. Es sei denn, du möchtest irgendwie noch pumpen. Würde ich nicht blocken. Nee, ich möchte nicht blocken. Nein. Nicht pumpen. Okay, also kriege ich 3. Dann bist du, ja. Guter okay. Counter, ja. Frustessen geht los. Oh oh. Gut, dann. Ich bin verzweifelt. Für 2 spiele ich Temperate Veteran. Der ist 1/2, sagt für ein weißes Tappen, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, auf der sich schon eine +1/+1 Marke befindet. Geil. Und für 6 und Tappen lege ich eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Warte, Spirits sind beide Spirits, ja. Ja, das sind hier gerade alle Spirits. Das macht mein Deck. Spirits. Ja. Das spielt Geister. Und dann für weitere 2 kommt bei mir ein Lightwalker. 2/1 hat fliegend, solange eine +1/+1 Marke auf ihm drauf liegt. Ja. Okay. Und dann möchte ich dich gerne angreifen. Viel zu stark hier. Aber du hast auch beide Rares draußen, also das muss man noch mal sagen. Und zwar mit all meinen Geistern. Der ist 3, der ist andere Kreatur, 4. Ja. Also es werden 10 Schaden jetzt. Aua. Ja. Die Sache ist einfach, ja, du bist dran, dass man in Smashing Legion gefühlt keine... Also das ist einfach ein Deck, das draufhaut. Aber wenn, aber es taut nicht drauf. Ja, weil ich nur die ganze Zeit Länder ziehe. Meine Güte. Wirklich. Ich ziehe nur Länder. Du kennst ja meine Handkarten nicht. Aber gegen Geister, ne, die einfach über die Luft kommen, habe ich keine Chance. Oh nein. Aber warte mal. Karten muss ich dir eigentlich gar nicht mehr zahlen, weil ich bin sowieso in der nächsten Runde tot. Du bist dran. Okay. Dann natürlich mal. Ja, du musst mir deine Länder auf deiner Hand nicht zeigen. Ja, genau. Oh. Ich mache es sogar noch so, dass ich für 3. Nee. Ich möchte dich
gerne angreifen. Ja. Und zwar für 10 in der Luft. Ja, bin ich tot. Ich habe noch 2 Länder auf der Hand. Noch 2. Ich habe kein Land auf meiner Hand. Und ich lege hier eine 1 hin. Ah. Aber die Karten, die ich noch auf der Hand habe, haben mir nichts gebracht. Ach, guck mal, ich habe ein Land nachgezogen. Ach, guck mal, ich habe noch ein Land nachgezogen. Es nicht schaffen würde, dich zu besiegen? Hm. Ich habe 2 Länder nachgezogen, das ist doch fies. Hast du nicht gesagt? Nein. Hast du nicht gesagt, dein Deck, hast du schon mal auf manche Arena gespielt? Ach so, das ja, ist doch, schlecht, das habe ich nur gesagt. Ja. 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 Ich habe mich selbst belogen. Ja. Das ist so, wie wenn man so eine Arbeit in der Schule schreibt und man ist nur so, ach, das ist bestimmt eine 5 geworden, kriegst du wieder 1. Ja. Boom. Aber die Sache ist halt einfach... Und dann dieses Glücksgefühl, wenn man es wieder kriegt. Ja, aber die Sache ist einfach, die Leute drumherum mögen dich dann nicht. Ich weiß. Weil du immer so zu deinen Freunden, ja, ich habe locker eine 5, ich habe locker eine 5 und dann hast du eine 1. Ja, ich habe Freunde, die so sind. Ja. Keiner mag dich dann mehr. Hassen dich dann alle. Das Problem ist, ich bin dann so, ach Leute, die Klausur war nicht so gut. Und meine Freunde so, ja, bei mir auch nicht. Kriegen wir die zurück? Die haben alle eine 1 und ich komme so, ich habe eine 3 minus. Oder so ein Videospiel und so, ja, ich habe jetzt verloren und dann gewinnen sie noch. So. Denken so, wieso? Ja, ich möchte anfangen. Das habe ich mir gedacht. Ich halte. Ich auch. Dann spiele ich ein Gebirge. Mhm. Und gib's ab. Und tapfe nur so. Ich spiele das Short Sword. Hm? Kurzschwert. Ja, genau. Ist Artefakt. Ausrüstung. Ja, genau. Und die ausgerüstete Kreatur hat +1/+1 und Ausrüstung kostet 1. Okay. Aber nicht? Ja, dann bist du. Dann ziehe ich mal. Ich lege eine Ebene. Dann bist du dran. Ich kann leider nichts im ersten Zug spielen. Tut mir leid. Ja, ich mach dich jetzt richtig fertig. Ja, jetzt geht's los hier. Ja. Oh, oh. Hab ich ja schon richtig Angst. Mhm. Blood Rage Brawler. Oh. 4-3, wenn er ein Spiel kommt, muss ich eine Karte abwerfen. Ja, okay, der ist echt stark. Fling. Ich werfe Fling ab. Muss ich eine Kreatur opfern? Also, sie kosten mir zum Zauberspruch zu werden. Und dann hätte ich. Einem Ziel Schaden in höher seiner Stärke zufügen können. Aber. Warte, ich kann gar nicht angreifen, du bist dran. Ja. Einsatz hast du. Wow. Also, Julian, was machst du da? Angreifen. Für eine Insel für 2 kommt bei mir ein Lightwalker 2-1. Er hat Fliegen, solange eine +1/+1 Marke auf ihn drauf liegt. Dann bist du dran. Leider nicht so stark wie dein Minotaurus. Ja. Makeshift-Bataillon 3-2 und wenn das Bataillon mindestens 2 andere Kreaturen angreifen, kann ich eine 1-1 Marke auf das zusammengewürfelte Bataillon nehmen. Nicht kannst, sondern musst, ne? Oder? Ja, egal. Ja, aber macht man ja sowieso eigentlich. Was? Nein? Greif ich an. Lass ich durch. Nicht auf 16. Ich enttappe, ich ziehe. Ich spiele eine Insel und für 2 Departed Deckhand 2-2, wenn sie das Ziel eines Zauberspruchs wird, muss ich sie opfern. Sie kann nur von Geistern geblockt werden und für 4 kann ich einer anderen Kreatur die gleiche Fähigkeit geben bis zum Ende des Zuges, dass sie nur von Geistern geblockt werden kann. Ja, und dann bist du dran, weil du ja auch schon so schön enttappst. Ja. Immer so, Leute reden schon und du bist nur so, aha, ich ziehe nicht meine Karte, obwohl du noch in deinem Zug bist. Ja. Du machst komische Gesichtsausdrücke. Was hast du vor? Ich spiele mal für 3. Mhm. Ja.
Okay, erstmal meine Kreaturen angucken. Was möchtest du tun? Welcher von denen ist besser? Ja, komm. Du möchtest auf jeden Fall keinen von denen wehtun. Lass sie beide da. Hungry Flames. Fügt einer Kreatur 3 Schadenspunkte zu und dann dem Beherrscher 2 Schadenspunkte. Auf wen? Oder einem Spieler. Oder Planeswalker. Ja, gute Frage. Die Sache ist, wenn ich auf den gehen würde, müsstest du ihn ja opfern. Wird der Fizzle der dann sozusagen? Weiß ich nicht. Ich denke, dass der Spruch trotzdem auf dem Stack ist, oder? Aber ich weiß es nicht genau. Ach, ich mache einfach den da kaputt. Okay, das ist einfacher. Ja, das ist einfacher, genau. Ich habe 14. Für 1 rüste ich dann noch das Short Sword aus. Auf. An. Nicht ausrüsten. Doch, anrüsten. Doch, ausrüsten. auf die Bataillon. Mhm. Die ist dann jetzt 4-3. Mhm. Genauso wie der Brawler. Und dann greifen die mal an. Toll. Ruf da. Ja. Beide 4. Locke ich 3. Einfach deinen Brawler mit meinem Deck, mit meiner Deckhand. Ja. Und bekomme trotzdem leider noch 4 Schaden, ne? Geil, genau. Ja, da bist du dran. Das draufhauen. So toll gerade. Ich spiele mal eine Ebene nochmal. Und dann bist du dran. Schön, warte, du bist auf 10, ne? Ich bin auf 10. Denkst du, du kannst mich jetzt schon töten? Denkst du, du schaffst das? Hm? Nee. Greif dich mal mit Ball. Dann kommt Ball nur für 2. Rattle Chains. 2-1. Aufblitzen, fliegen. Wenn er ins Spiel kommt, kann ich einem Geist meiner Wahl bis zum Ende des Zuges Fluchsicherheit geben und ich kann Geister spielen, als ob sie aufblitzen. Wow. Der bringt ja jetzt auch so viel. Ich gebe ihm Fluchfähigkeit. Flug. Hex-Fluch. Fluchsicherheit. Fluchsicherheit. Wieso sage ich immer Fluchfähigkeit? Aha. Ja, er blockt trotzdem einfach hier. Ja, dann stirbt er noch. Dann kriegst du noch 4. Ja, ich auf 6. Einfach nur mal, um sicher zu gehen. Ich bin nochmal ein Siege Striker. 1-1 mit Doppelschlag. Und wenn er angreift, kann ich so viele ungetappte Kreaturen tappen, die ich möchte von mir. Und dann erhält er für jede Kreatur, die ich auf diese Weise getappt habe, +1/+1. Mhm. Dann bist du. Okay, dann spiele ich eine Ebene. Ich glaube, das sieht gerade ziemlich gut aus für mich. Und spiele für 5 Roaming Ghostlight. 3-2 fliegen. Wenn es ins Spiel kommt, kann ich eine Nicht-Geist-Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Dann bringe ich dir deinen Brawler auf deine Hand. Na ja, war klar. Bin ich? Ja. Ich möchte irgendwie überleben, wenn es klappt. Trotzdem ist mein Board irgendwie ziemlich leer hier. Ich greife mal mit Beinen an. Mhm, du greifst mich mit Beinen an. Dann blocke ich hier deine Bataillon. Ja, dann kriegst du noch 2. Beide sind tot. Mhm. Und dann... Spiel für deinen Brawler aus. Du musst eine Karte abwerfen. Mhm. Und für 1 rüste ich dann auch noch das Short Sword auf den Striker aus und dann bist du. Okay. Ich enttappe dann mal. Ich ziehe. Short Sword. Tja, leider scheint mir das nicht mehr wirklich so zu helfen. Der Doppelschlag und +1/+1. Nee, keine Hits machen, du bist dran. Tapp ich. Ziehe eine Karte. Oh mein Gott. Und greif dich an. Oh. Für 8. Ja, geh ich auf 9. Besiegt. Ich bin einfach mächtig. Auf 20 und ich leg hier mal eine Hitze. Yay, 1-1. Es wird spannend. Es wird spannend. Wer holt das 2-1? Du. Ich ganz sicher. Achso, ich möchte jetzt aber anfangen. Du hattest bis jetzt jede Runde eine Rare. Ich nicht. Oh nein.
tut mir ja total leid. Ja. Nein, eigentlich nicht. Jetzt muss ich erst noch Fuß essen machen. Oh nein. Und nochmal sagen. Entschuldigung. So, okay. Wisst ihr, Leute? Das ist ja alles richtig geil. Ping. Ich möchte anfangen, wie ich gerade, glaube ich, auch schon gesagt habe. Aber ich habe mir gedacht, ich wiederhole es nochmal. Ja. So. Das kann ich leider nicht halten. Ich halte. Geht's hier runter auf 6? Nice. Oh. Tja, ohne Länder hält man nicht. So, hä? Nein? Ich finde mein Deckthema richtig gut. Das ist ja schön. Aber Dinosaurier hätte ich auch gut gefunden. Teuflische Dinosaurier. Ich spiele gleich nochmal. Also. Ja. Bitte schön, möchtest du abheben? Gut, dass endlich mal jemand sagt. Ja. So. Geil. 7 nachziehen. Und ich muss nochmal neu nehmen. Ich habe wieder keine Länder auf meiner Hand. Das ist richtig, da richtig geil krassen, vielleicht. Nein, das ist richtig gut, ja. Deckmisch-Skills hier hoch. Ah, gehst runter auf 5, ne? Ja, oh, jetzt habe ich ihre Karten gesehen. Oh. Jetzt weiß ich, was gleich kommt. Ja. Guck mal, ich mische auch meine Hand. Wieso? Ah, weiß was kann. Bringt das? So, schön. Möchtest du abnehmen? Ja. Das sind er jetzt die Länder. Ab. Oh, oh. Das ist jetzt eine gute Hand. Das nur für ich dich habe ich das gemacht. Oh. Zwei Karten müssen weg, ne? Mhm. Siehst du, habe ich doch gesagt. Geht doch. Trotzdem nicht so gut, aber... Ja, das ist eine Art mit 5 Karten nie okay, eigentlich. So. Ich spiele eine Insel, dann gebe ich ab. 10. Gebirge, du bist. Ebene für 2. Lightwalker. 2-1 hat fliegend, solange eine +1/+1 Marke auf ihn liegt. Dann bist du dran. Dann zieh ich. Spiel eine Ebene und spiel dann in den. Heißt der Herzfeuer Brandopferer? Ja, ne? Mhm. Jui, 2-2. Nur weil du den englischen Namen nicht aussprechen willst. Bravour. Ja. Und Bravour sagt halt immer, wenn ich an Nicht-Kreaturen Zauberspruch wirke, erhält er +1/+1 bis zum Ende des Zuges und für ein rotes kann ich den Herzfeuer Brandopferer opfern. Und dann macht er einer Kreatur Schaden in Höhe seiner Stärke. Mhm. Dann bist du. Warte, für 1 rotes kannst du ihn opfern, ne? Für 1 rotes, ja. Okay. Dann bist du dran. Zieh. Geh, Bega. Mhm. Hab ich jetzt 3, okay. Für 3. Was möchtest du spielen? Den Siege Striker. 1-1, doppelstark. Und wenn der Siege Striker angreift, kann ich eine Anzahl von ungetappten Kreaturen tappen und dann erhält er +1/+1 für jede auf diese Weise getappte Kreatur. Okay. Was ziemlich stark ist, weil er ja Doppelschlag hat. Dann bin ich. Dann fragt sie, ob sie dran ist. Ja, das tut sie. Du möchtest mich angreifen? Nee. Also bin ich? Ja. Okay. Das ist nicht das, was du willst. Was ich möchte. Schade, muss ich leider abgeben. Tja, das kommt so mit. Kinder, die uns wollen, kriegen eins, auf die wollen. Ich will aber nicht. Dann. Na dann. So, was spiele ich denn jetzt? Ja, ich glaube, das ist einfach geil. Ich bin mal für 2 einfach. Basri Solidarität und leg auf jede Kreatur von mir eine 1/1 Marke. Schmeckt einfach dann. Schmeckt. Yummy. Dann greif mal mit beiden an. Ja, dann blocke ich hier deinen Striker. Ja. Und bekomme noch 3 Schaden. 4. Zu ziehen. Nicht Kreaturen Zauberspruch. Bravour. Also wäre es egal gewesen, wenn ich blocke. Ja. Klar. Du bist dran. Wäre sowieso egal gewesen. Linden tappen.
Kind hier, ey. Kann man auch Kreaturen, die noch Einsatzverzögerung fehlen, tappen? Bestimmt, ja. Ja? Mhm. Boah, geil. Race Alarm. Jetzt soll ich mir 2-1-1, weißt du, Soldat. Warte, darf mich hier mal reagieren. Und ich spiele Rewind. Ja, Counter-Target-Spell. Nee. Also ich counter deinen Zauberspruch und darf 4 Länder enttappen. Das ist auch ekelhaft. Und dann, bevor du möchtest also in deine Kampfphase gehen. Dann möchte ich halt in meine Kampfphase gehen. Dann boah. Spiele ich für 4 Capture Sphere. Das ist eine Verzauberung mit Aufblitzen. Sie sagt, verzauber eine Kreatur. Wenn die Verzauberung ins Spiel kommt, tappe ich die Kreatur und sie wird während deines Enttapp-Segments nicht mehr enttappt. Und von wegen schlechter Hand, ne? Ja, ich brauche dann noch einen Mana mehr und ich spiele das hier auf deinen Striker. Das war noch. Für 3 jetzt. Ja, für 3. Ja, ich auf 13. Dann musst du. Das wäre noch 4 Schaden mehr gewesen. Das ist schön gewesen. Besser sagt noch 8 Schaden mehr durch die Soldaten. Und dann für 4 spiele ich ein Trusty Retriever. Ah. 2-3, wenn er ins Spiel kommt, kann ich mir eins aussuchen. Entweder lege ich eine +1/+1 Marke auf ihn oder ich kann ein Artefakt oder eine Verzauberung von meinem Friedhof auf meine Hand zurückbringen. Das heißt, ich lege eine Marke auf ihn. Warte mal. 3-4. Ich kann nicht davor sagen, dass ich ihn opfer und ihn kaputt schieße, oder? Bevor Nein, die Marke drauf kommt. Damit kommt er rein. Ja, damit kommt er rein. Okay. Na gut. Hm? Dann bist du dran. Wow. Warte mal, die Kreatur wird noch getappt, oder? Ja, die ist getappt und enttappt nicht. Das sagt ja die Verzauberung. Ja. Du. Nur wer an sie halt nicht getappt. Triving Bluff. 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 Bluff, bluff. Kommt getappt ins Spiel. Ich sag eine andere Farbe außer Rot, Weiß. Und dann macht er mir ein. Das langt mir ein, weiß. Also du sagst eine andere Farbe außer Rot und diese Farbe ist Weiß. Ja. Ja. Hab ich doch gesagt. Was möchtest du jetzt tun? Hm? 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 Für 3 spielt Julian eine Karte aus. Ein 4-2er. Oger. Ein 4-2er Oger. Okay. Onek, Onacke. Und Nacke Oger. Genau. Dann bin ich. Dann, meiner ist nur 3-3, ne? Hm. Ja, meiner ist 3-4. Möchtest du noch angreifen? Ja, klar, nein. Nein? Sag es mir. Du bist dran. Okay. Dann enttappe ich mal. Ich spiele eine Insel aus. Und dann habe ich nur noch 13 Leben. Das heißt, ich gebe Yo, ab. Das ist richtig strong. Was ist strong? Meine Handkarten. Jo. Das ist richtig strong. Oh mein Gott. Junge, ist das strong. Strong. Für 3, für 5 spielt Julian jetzt seine Karte aus und es ist eine Kreatur. Welche Kreatur könnte es sein? Es Valeris ist ein Einhorn. Steed. 3-3. Wasser und Guard. Und wenn er ins Spiel kommt, kriege ich einen 2-2 Ritter. Ja. Okay. Mit Wasser und Guard. Toll. Bam. Warte mal, ich nehme mal die Karte hier runter, leg die so oben, dann haben wir hier mehr Platz. Wow. Greife ich da mit meinem 4-2er Ogre an. Dann blocke ich. Und dann für 2 spiele ich Feat of Resistance, yeah. Lege eine +1/+1 Mark auf meine Kreatur und gebe ihr bis halt zum Ende größer, des Zuges Schutz vor Rot. Boah, was für eine gute Hand, nur mit 5 Handkarten. Dann, also ich bin jetzt in meinen Zug gegangen, ja. Ne? Ich war dran, ne? Ja, gut. Ja, du warst dran. Für 5 spiele ich, oh Gott, jetzt kommt wieder so ein Name, Patron of the Valent, 4-4 fliegender Engel. Und er sagt, wenn er ins Spiel kommt, lege ich eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, auf der eine +1/+1 Marke liegt. Bing! Ja, mach ihn halt noch größer. Ich mach ihn halt noch größer. Du bist dran. Weißt du, bei so Namen, die man nicht aussprechen kann, muss man diese einfach so richtig schön in seinen Ärmel nuscheln, so. Driving Hard. Das gleiche nur mit Weiß und ich bestimm Rot. Okay. Und dann. Für 2. Daybreak Charger. Für
Wieso hast du so viele Einhörner in deinem Deck, ey? 3-1 und wenn es in Spielfeld kommt, erhält eine Kreatur bis zum Ende des Zuges plus 2 plus 0. Und das gibst du? Hatte der 5, ne? Gibst du es jetzt ihm, oder? Ja, ja, klar, klar, klar. Der ist jetzt 5-3. Ja, dann blocke ich mit meinem 5-6er. Ja? Ja, dann aufweiche ich ihn trotzdem noch und mache deinen Engel da kaputt. Okay. Wer hätte das gedacht? Ja, das hatte ich auch eigentlich vor. Also ich hätte gar nicht angreifen müssen, ja. Aber... Aber okay, bin ich dran? Ja. Oh, okay. Dann... Für 2 spiele ich Battle Chains. 2-1 Geist mit Aufblitzen und Fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, erhält bis zum Ende des Zuges ein Geist. Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Das ist jetzt er. Und Geister von mir haben Aufblitzen. Aber ich habe den in meinen Zug gespielt, damit ich auch noch Basris Solidarität spielen kann. Das sagt, lege 1 plus 1 plus 1 Marke auf jede Kreatur, die du kontrollierst. Bing. Digga, der ist jetzt 6, 7. Sag mal. Der war mal 2, 3. Ja, bin ich. Du bist dran, ja, du bist dran. Meine Güte. Der macht jetzt einfach alles von mir fertig, ey. Und dann gebe ich ihm mit meinen ganz vielen grünen Mana Trampelschaden. Okay, ja, du möchtest mich angreifen. Erstens hat das Einhorn Wachsamkeit. Das steht da nämlich drauf. Und dann hast du irgendetwas auf deiner Hand. Und das ist mir so klar, aber trotzdem ist mir das egal. Und ich blocke dein Einhorn mit was? Ich blocke einfach beide. Möchte ich beide blocken? Hm, ja. Ich blocke beide. Und zwar so. Dann sterben hier beide? Mhm. Hier stirbt meiner. Okay. Also du hattest nichts auf deiner Hand. Schön. Und dann... Hat er gerade hinten noch 4, ne? Ja. Es tut so weh, dass ich das jetzt machen muss. Flames of Race. Boah. Fügen einer Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, 4 Schadenspunkte zu. Mhm. Dann fügen sie jeder anderen Kreatur von diesem Spieler 2 Schadenspunkte zu. Hab ich nicht. Wenn ich eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher kontrolliere, also. Aber. Habe ich nicht. Okay, dann bin ich dran. Ja. Yay. Krass, ich habe deine fette Kreatur wegbekommen. Juhu. Für 5 spiele ich eine Verzauberung. Sie heißt Cassa's Crusade. Ach. Sagt, immer wenn eine Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege ich eine +1/+1 Marke auf die Kreatur. Wieso enttappst du schon? Da. Wenn du nichts mehr machst. Genau, dann gib's ab. Ja, aber trotzdem. Ja, aber du musst hier, immer nur so, okay, dann hab ich schon mal. Ja, klar. Bone Pit Brute. 4-5. Bedrohlichkeit. Und wenn er ins Spiel kommt, der Eltern der Kreatur plus 4 plus 0 bis dann ist Zugriff und dann greift er mal an für 6. Die haben 7. Geil, da musst du. Du überlebst noch eine Runde. Obwohl, tust du gar nicht, tut mir leid. Für 4. Du musst jetzt eine Kreatur mit Widerstandskraft von 3 spielen. Spiele ich Basris Acolyte. Höher, besser sagt, höher als 3. Sie ist 2-3 mit Lebensverknüpfung und sagt, wenn sie ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf bis zu 2 andere Kreaturen, warte mal, die ich kontrolliere. Was sagt die nochmal? Aber genau, Crusade triggert und legt eine Marke auf sie. Das heißt, sie ist jetzt 3-4 Lebensverknüpfung. Na dann doch, dann überlebst du ja, doch noch eine Runde. Sonst hättest du nicht mehr überlebt. Also, oder ist sie schon tot? Hm? Habe ich es schon geschafft? Nee. Ist das schon? Hm, wer weiß. Ja, was hast du gezogen? Teile es mit der Welt. Ja, okay. Es sei denn, es ist doof. Dann tu es nicht. Lass dann sollte ich das, glaube ich, nicht tun. Naja, ich will es aber trotzdem. Du willst die Karte, den Kartennamen vorlesen? Nein. Fates. Fetters verzaubert ein Permanent und wenn er ins Spiel kommt, erhalte ich 4 Lebenspunkte.
Suchst du vier? Kann ich nicht vier kriegen? Und die verzauberte Kreatur kann ich angreifen oder blocken und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Außer es sind Mana-Fähigkeiten. Wow, toll. Okay. Angriff. Ich auch. Eins. Hm. Dann bist du. Hätte ich einen Mana mehr gehabt, dann hätte ich schon gewonnen. Ja, hier, ich habe noch ein Land gezogen. Ja. Los, tu es. Bin ich? Ja. Guck mal, ich mache auf richtig Disrespect und greife dich einfach nicht mal an. Wie obwohl. Bitte? Doch. Doch. Ich spiele noch Fortify. Wähle 1, Kreatur nicht kontrolliere ein plus 2 plus 0 oder plus 0 plus 2. Ich gehe mal ein plus 2 plus 0. Wer hätte das gedacht? Dann, bevor ich. Nein. Nein. Kann man das nicht alles gleichzeitig machen? Nee, ich spiele jetzt einfach Hungry Flames auf deine Kreatur, schieß hier 3 Schaden und dann den Beherrscher 2 Schaden und dann passt das. Und dann greife ich noch an, obwohl du tot bist. Ich bin gar nicht mehr am Leben. Dann würdest du noch 6, 7, 8, 9, 10 bekommen. West auf minus 11. Passt. Schön. Da kannst du deine Verzauberung wieder haben. Ja, total. Achso, und ich meine auch. Dankeschön. Meine so. Güte. Bist du für eine Abmoderation oder? Ja. Okay. Dann mach du mal. Ja. Dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Haut rein. Tschüss. Tschüss.